So, okay, aus dem Schacht sind wir jetzt rausgeklettert. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ah, ich muss ja aufhören, mit dieser Beta Hier zu fällt spielen. alles auseinander. Was ist das denn für ein putziges Teil? So ein Staubsaugroboter? Namens Harold. Kann ich mit irgendwas machen, Harold? Weil du blockierst mir irgendwie den Weg. Scheinbar. Mach dich mal nützlich und räum mir ein bisschen auf. Nein! Ah Mann. Nein, 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 nein. Kannst du das Ding jetzt auch bitte wieder weglegen, Amanda? Ich würde das Ding jetzt echt gerne weglegen. Kann ich hier Koffer untersuchen? Um zu schauen, ob da was Nützliches drin ist. Kann ich hier reingucken? Auch nicht. Okay, alles klar. Oh! Holy shit, was war das? Also eine Sicherung ist wohl durchgeknallt. Okay. Aber nichts Bedrohliches, noch nicht. Solange ich das Alien noch nicht sehe, ist noch alles okay, würde ich sagen. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, drücken, um zu aktivieren, das gilt der Fackel. Die will die Fackel lieber aus der Hand nehmen. Da kann ich leider nicht. Ne, kann ich nicht. Ah, Mist. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit der Fackel rumlaufen. Hier kann ich durch. Das machen wir auch mal ganz fix. Ey, das Spiel hat schon Atmosphäre. Sagt mir, was ihr wollt. Es ist vielleicht grafisch kein Knaller. Obwohl die Grafik sehr geil aussieht, finde ich. Persönlich zumindest. Was haben wir hier? Strom anschmeißen. Jemand was dabei, kann ich hier öffnen, irgendwas öffnen. Kann gar nichts öffnen, alles klar. Dann vergessen wir das ganz fix. Okay, das ist die andere Seite. Wartungsheber habe ich nicht. Kann ich irgendwas mitnehmen? Oh, ein Pornoheftchen. Da sollten wir vielleicht mitnehmen. Wer weiß, wie viel Spaß wir hier noch bekommen. Oh, eine tote Leiche. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ionenschneider haben wir auch nicht. Hier kommen wir nicht durch. Okay. Uns fehlt ein Wartungsheber.
Plasmaschneider. Haben wir auch nicht. Ah, uns fehlen die guten Sachen. Alles klar. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück. Alter. Leichensäcke, oh, das ist auch kein gutes Zeichen. Hoffentlich ergeht es uns nicht wie denen. Was haben wir hier? Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Das da vorne muss der Ausgang sein. Okay, dafür brauchen wir auch so einen Wartungsheber. Es heißt also nach oben mit uns. Hier hoch. Was haben wir hier? Ah, noch mehr Schmuddelheftchen. Die erste Stunde soll so ein bisschen ruhiger werden. Gott sei Dank. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, mich zu sammeln. Die Stunde ist ja noch nicht voll. Was haben wir hier? Gar nichts. Durch die Tür kann ich. Kann ich hier irgendwas tun? Was haben wir denn hier? Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Dann kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Okay, das auch nichts. Nichts, was wir tun können. Wir können auch nicht speichern aktuell. Aber doch, können wir wohl. Das machen wir auch gleich. Ja, ja, speichern ist erstmal ganz hier, wenn es ganz wichtig. Also durch diese Tür kann ich und durch diese Tür kann ich, alles klar. Also wir sind hier bei B. Okay. Ja, ein Wartungsheber wird benötigt. Ich habe noch keinen. Kann ich hier irgendwas tun? Nee, ne? Was haben wir denn da? Scheiße. Oh, fuck. Eine Leiche. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt zu der Leiche? Okay, so rein komme ich nicht. Ah, da bin ich. Und Ali, hoppla! Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist jetzt Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist
Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ist hier noch was zum Einsammeln? Wenn wir schon mal hier sind. Stuff? Nein. Okay, mal gucken, wie das Ding funktioniert. Ansetzen. LT und RT halten. Und dann? Alles klar. Ich glaube, diese Animation werden wir sehr oft sehen. Ist hier noch Stuff? Ach komm schon, Leute, gebt mir Stuff. Hier sind wir jetzt. Strebe ansetzen. LT plus RT und dann... Perfekt. Ist hier Stuff zu mitnehmen? Da ist Schrott. Und da sind News. Rote Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Okay, irgendjemand wurde befragt. Bin ich von hier schon gekommen? Musik? Ja, hier war ich ja schon, alles klar. Aber ich wollte sowieso gleich nochmal runter. Aber da waren ja noch weitere Streben, die ich öffnen kann. Hier war ich, glaube ich, schon durch, ne? Ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr weiteres, was ich machen kann. Naja, da liegt die Leiche, alles klar. So, ich muss mich mal ein bisschen kurz orientieren, deswegen. Ich muss jetzt kurz überlegen, wo ich schon war und wo ich noch hingehen kann. Alles klar, wir gehen jetzt mal wieder runter. Das ist ein Riesenschiff, ey, muss man echt sagen. Und zwar gehen wir mal hier lang. Da waren ja noch zwei Streben. Und Stuff erleichtert mir das Leben hier. Deshalb gucken wir mal, was da ist. War diese Tür auf? Diese Tür war doch nicht auf, oder? Oder war die Tür auf? War sie auf? Doch, die Tür muss auf gewesen sein. Da sind die Leichen. Doch. Jetzt fang nicht an zu spinnen, Carlos, ganz ehrlich. Ist noch nicht mal was passiert und du denkst dir schon irgendwas, was noch gar nicht passiert ist. Ja, die Tür war auf jeden Fall auf. Die Tür war doch nicht zu, oder? Nee, das kann nicht sein. So, was haben wir hier? Okay, ein kleiner Raum. Aber auch kleine Räume können Stuff haben. Also Schmuddelheftchen gibt es hier reichlich.
Irgendwie hatten die sie, glaube ich, verdammt nötig.